Herr Professor Nies, Sport bei Hitze, unser Thema heute. Ich glaube vor allem interessant, wie erfolgt denn eigentlich so eine optimale Anpassung an den Sport bei Hitze? Ich glaube, es ist egal, ob das jetzt der Langstreckenathlet ist oder vielleicht auch der Kurzstreckenathlet oder jemand, der mehrere Wettkämpfe hintereinander, ich denke da an Mehrkampf oder auch an Triathleten. Wie ist es hier mit der Anpassung an Hitzesituation? Also generell ist natürlich wichtig, um den Bedingungen zu widerstehen, alten Temperaturen im Hinblick auf Leistung, aber auch Gesundheitsrisiko, dass man sich anpasst. Und ist natürlich in den langen Disziplinen noch mal wichtiger wie in kürzeren Sprintdisziplinen beispielsweise. Und was eigentlich das Gute daran ist, der menschliche Organismus ist eigentlich sehr gut geeignet, um sich an Hitze anzupassen. Es gibt verschiedene Mechanismen, dass man besser, schneller, mehr schwitzt, ja, in der Anpassung, dass man auch ein höheres Plasmavolumen bekommt, also das Blut insgesamt ein höheres Volumen aufweist. Man hat eine Anpassung der Herzfunktion, Schlagvolumen steigt, die Herzfrequenz geht eher runter bei Belastungen. Man hat auch im Muskel Anpassungsprozesse, die eher kohlenhydratsparend dann wirken, weil normalerweise man in der Hitze eben auch mehr Kohlenhydrate verbrennt. Also das sind jetzt mal kurz zusammengefasst die wesentlichen Anpassungsmechanismen. Ein weiterer Pluspunkt ist unseres Organismus, dass das dann doch relativ schnell vonstatten geht, also so etwa 70-80% der möglichen Hitzeanpassung passiert in der ersten Woche, nach sechs, sieben Tagen. Wenn man hier eine optimale Anpassung möchte, dann sind es bis zu 14 Tage. Aber da haben wir auch sehr große individuelle Unterschiede. Aber es ist, wie gesagt, ein Prozess, der in der Regel gut funktioniert, in dem man jedem Athleten raten muss, der unter erhöhten Umgebungstemperaturen eine Wettkampfbelastung eingeht. Ja, was ja, glaube ich, oftmals im Rahmen von Trainingsplanung jetzt nicht immer so ganz einfach ist, zu sagen, ja, ich fahre dann 14 Tage vorher einfach zu dem Wettkampf, der dauert dann noch 10 Tage, irgendwo dann 3-4 Wochen dort vor Ort zu sein, gibt, glaube ich, mittlerweile auch neuere Ansätze, das etwas anders aufzubauen. Richtig, also das Problem ist ja bei manchen Athleten oder bei vielen Athleten, dass die vor ihrem Hauptwettkampf natürlich auch noch ein sehr qualitatives, wettkampfnahes Training machen müssen, eventuell auch auf gewisse technische Voraussetzungen angewiesen sind, die es vielleicht vor Ort bei dem Wettkampfort gar nicht gibt, und dass man dann natürlich, wenn man zu früh anreist, da Abstriche machen muss, was nachher vielleicht für die Wettkampfleistung nicht dienlich ist. Und die neuen Konzepte, die jetzt diskutiert werden, da gibt es durchaus auch ein paar kleinere erste Studien dazu, dass man eben früher beginnt. Also zum Beispiel 3-4 Wochen vor dem Hauptwettkampf eben schon mal eine 2-wöchige Anpassung an die Hitze macht. Entweder man fährt an einen Ort, wo es warm ist, kann das teilweise aber auch in der Klimakammer machen, geht dann aber wieder unter Normalbedingungen in sein spezifisches Training und macht während der Zeit ein Training durch passive Hitze, also beispielsweise Sauna oder auch im Wasser, Submersion und teilweise auch Belastungen niedriger Intensität in der Klimakammer, um dann eben kurzfristiger anreisen zu können an den eigentlichen Wettkampfort, wo dann in der Regel eben 3-5 Tage dann auch ausreichen, um dann auf das Niveau der optimalen Hitzeanpassung zu kommen. Ist nicht so einfaches Unterfangen, muss sicher auch individuell sehr detailliert geplant werden und ist eher auch was für, sage ich mal, Spitzensportler und weniger für Freizeitathleten. Weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, ist bei der Hitze, hört man immer, viel trinken. Was heißt das eigentlich dann für den Leistungssportler? Gibt es dann irgendwann auch ein zu viel oder ist es, wann fange ich an zu trinken und muss ich eventuell auch noch etwas anderes zu mir zuzuführen? Also das Wort viel ist ja sicher mit das Wichtigste in der Frage, weil es auch ein zu viel geben kann. Also wir wissen ja, dass es ein Phänomen gibt, eine sogenannte Hyponatremie, also Hyponatremie, auf Deutsch Wasservergiftung, dass man so viel Flüssigkeit zuführt und dann eben eine Verringerung des Natriumgehalts im Blut bekommt. Das Natrium wird ja auch beim Schwitzen verloren und dass man dann bis hin zum Hirnödem, also auch tödliche Nebenwirkungen, sich da einfangen kann. Das heißt, man sollte die Flüssigkeitszufuhr individuell anpassen. In der Vergangenheit hat man immer geraten, mehr zu trinken als das Durstgefühl. Davon ist man abgekommen. Man orientiert sich einerseits am Durstgefühl, zum anderen sollte man auch bei einer Belastung, die nicht länger wie eine Stunde geht, braucht man eigentlich auch bei erhöhten Temperaturen in der Regel nichts trinken. Und ab 60 Minuten Wettkampfdauer sollte man eben trinken. Und da ist es eben auch so, dass die Trinkmenge an das individuelle Schwitzverhalten, Schwitzmenge, angepasst werden sollte. Also man schwitzt individuell sehr unterschiedlich. Okay.
und kann das vorher im Training auch austesten, durch eine standardisierte Belastung mit standardisiertem Wiegen vorher, nachher. Und dann kann man so in etwa bemessen, wie hoch der Schweißverlust ist und rechne dann zurück, dass man 2-3% Verlust Körpergewicht durch Schwitzen in Kauf nehmen kann, ohne da gesundheitliche oder leistungsrelevante Probleme einzufangen, und kommt dann eben auf eine Zufuhrmenge. Die kann dann bei einem halben Liter pro Stunde liegen, kann auch mal mehr sein, aber mehr wie 0,8 Liter trinken pro Stunde ist eigentlich eher ungünstig. Ja, ja. Also das sind so die aktuellen Empfehlungen. Vielleicht noch zum Inhaltsstoff, wenn die Belastung länger geht, wie 90 Minuten, sollte man auch so zwischen 40 bis 80 Gramm Kohlenhydrate im Sportgetränk haben, um den Energiestoffwechsel zu unterstützen. Und grundsätzlich sollte auch ein ausreichender Natriumgehalt drin sein, halbes bis 0,8 Gramm pro Liter. Einerseits, um die Aufnahme der Flüssigkeit zu unterstützen, da das Natrium im Darm dann eine wichtige Wirkung, und zum anderen eben, um diese Wasservergiftung auch vorzubeugen. Ja. Meine letzte Frage, ich war letztes Jahr auch auf den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin, war es ja auch nicht gerade kalt, also richtig, da war es in Teilen richtig warm, und habe dort sehr viele, vor allem auch deutsche Athleten laufen sehen mit so blauen Westen, mit irgendwie, ich glaube Kühlwesten waren das. Genau, Kühlwesten, die waren, haben sie aber nicht im Wettkampf getragen, also da ist es nach Reglement nicht gestattet, dass man so eine Kühlweste trägt, aber die Kühlweste ist insbesondere in der Aufwärmsituation hilfreich, nicht, dass man jetzt vor dem Wettkampf die Körperkerntemperatur noch unter das Normale, also unter 37 Grad senkt, sondern um eben zu vermeiden, dass man bereits in der Warmlaufsituation eine Kerntemperatur hat, die ansteigt. So, und da sind diese Westen sehr gut wirksam auch. Und es ist auch, sag ich mal, ein gewisser psychologischer Faktor. Hitzestress wirkt auch immer auf jemand, man hat es vielleicht selber schon erlebt, so ein bisschen nervend. Also man kommt so ein bisschen in Stress durch den Anstieg dieser Kerntemperatur. Und das ist ja auch was, was man vor dem Wettkampf nicht haben möchte. Ja. Also das wirkt auch, sag mal, so ein bisschen so auf die Psyche, denke ich. Aber es hat tatsächlich auch einen physiologischen Effekt, dass es eben den Anstieg der Temperatur in der Warm-up-Phase reduziert. Das waren meine Fragen. Vielen Dank. Gut, danke auch. Dankeschön.